Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 mit der Dynastie Marburg, allen voran Herzog Liudolf. Und ich möchte jetzt den Einstieg in diese Folge nutzen, um mal wieder einen kleinen Überblick zu verschaffen für euch, für mich. Und sowohl was die Dynastie angeht, als auch was erstmal ein bisschen Europa angeht. Wir könnten eigentlich rein theoretisch auch nach Afrika und Asien schauen, aber das lohnt sich. Was passiert hier? Ist das eine Gefahr? Warum gibt es hier ein riesiges Reich? Kagan Okutur von die Bolschigin Kanadier. Ist das die sagenumwoben? Hoppla. Hier auf jeden Fall Timuchin. Den kennen wir ja. Ist der eigentlich. Ja, der war ja. Der war richtig, richtig stark. 70 ist er geworden. Ja, und er hat natürlich schon einiges erobert, ganz offensichtlich. Oha. Ja, und das ging dann auch so weiter. Was ist denn hier los? Bist du jemand anderes? Also ich werde mir das nicht alles angucken, aber offensichtlich gibt es hier diverse Familien. 454 bekannte, 83 lebende Mitglieder. Uiuiui. Ja, irgendwie haben die wohl. Ist auch schon wieder so lange her. Ja? Nicht schlecht. Okay. Ja, also, wow. Er weiß, wow. Da sind sehr viele Herzogtümer drin. Und sehr viele Königreiche. Sibir, Ob. Ah ja, gut, klar die Mongolei, aber da haben sie Kumanien. Borchigin. So, das J ist hier. Oder Boyigin. Sibirien. Die Tatarei. Wie weit geht's bis hier hinten? Ja, nicht ganz. Also, das haben sie nicht, aber Turan haben sie noch. Und dann geht's ja noch weiter. Bisschen nach Tibet und Persien. Also teilweise auch schon. Und wer was bist, was hast du? Du hältst 12 Titel. Zum Beispiel das Großreich, klar. Mongolisches Imperium. Aber er hat auch Kakasia. Ist aber auch nur ein Khanat-Königreich. Da noch ein Königreich. Ja, schon einige Königreiche. Hier noch Herzogtümer. Jedenfalls sind die auch schon vom Feudal offensichtlich. Wow. Wow, okay, das ist. Das ist heftig. Dass wir das auch nicht früher gesehen haben. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wow, okay. Die Byzantiner, die berühren sich hier noch nicht. Es ist immer irgendwie noch ein bisschen Wasser dazwischen. Fühlen sich vielleicht auch nicht ganz so wohl. 18.000. 38.000. Ach. Ach du Kacke. Wie viel Geld hat der? Aber Schulden. Schulden des Todes macht auch richtig viele Minus. Und da ist er schon besser. Und ich glaube, hier, der ist natürlich. Also, er ist wirklich reich. Das ist das Heilige Römische Reich. Ja, Entschuldigung. die Fatimiden gibt es hier noch. Okay, dass die sich gehalten haben. Auch sogar Jerusalem hat sich gehalten. Sogar mit den Arpaden-Zweigdynastie oder Haus. Aber wir haben eine neue Kultur. Sieht auch cool aus. Ist schon cool. Eigentlich wäre es auch cool, mal da unten zu spielen. Also irgendwie so lange warten, bis ein Kreuzzug da stattfindet und dann einfach das übernehmen. Random, welches Haus auch immer hier dann quasi die Führung übernimmt. Das wäre eigentlich auch mal eine ziemlich geile Idee. Ja, hier gibt es so ein paar, ne, die ganz gut aussehen. Aber erstaunlich ist eigentlich, dass es hier zwei sehr starke italienische Königreiche gibt. Und unabhängige Herzogtümer. Das ist so eine Grafschaft. Barcelona. Hier hat von Aragon. Immerhin sind es noch Katholiken. Selbst Aragon selbst ist muwaladitisch, aber kastilisch, also irgendwo so ein bisschen dazwischen. Kastilien ist. Ja, neues Haus. Stark. Und irgendwie auch nicht. Wir sehen, ja. Puh. Ja, in Iberien ist auf jeden Fall auch einiges los. Frankreich wieder ein bisschen mehr zerfasert. Ne? Ich glaube, das hatte sich eigentlich auch mal. Es sah schon stärker aus, aber es sind noch die Flanderen-Dynastie an der Macht. England, Bretagne übrigens, ganz weg, sehe ich ja jetzt gerade. Also auch dieses Herzogtum hier ist weg. Die Frage ist, hat er noch irgendwie. Gibt es noch Leute, die Ansprüche haben? Oder. Ja, das ist auch der. Nee, das ist wohl verloren gegangen. Ach, das ist schade. Haben es sehr lange durchgehalten. England, na gut, ist jetzt schon wieder in irgendeinem Bürgerkrieg, aber
haben sich überall reingewanzt. Sehr gut. Schweden halt immer noch diese Doppelmonarchie. Das hält sich auch über die Jahrhunderte nun inzwischen, oder? Zumindest, ja doch. Oh, der sieht irgendwie cool aus. Und, aber der hat nur den, nur in Anführungszeichen, den Titelkönig von Norwegen, aber hier noch ein bisschen was. Was haben wir hier? Das ist ein, oh. Jarlvigdis. Adamitisch. Also nackt, aber ein Helm auf. Ja, die wissen, worauf es ankommt. Den muss nämlich, den Kopf, den muss man schützen. Sehr richtig. Könnt auf dem Fahrrad sitzen oder auf dem Motorrad sitzen, wie ihr wollt, aber habt einen Helm auf. Ne, könnt ihr übrigens nicht. Man darf trotzdem nicht nackt rumlaufen. Joa, Ruthenien hat sich auch wieder ein bisschen berappelt. Litauen weiterhin nicht sogar ein Herzogtum. Das heißt, was bist du? Bist du jetzt ein, ja, ein Königreich. Königshof, cool. Polen hat abgebaut. Ja, und eben Böhmen, das muss man auch mal angucken. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gezeigt. Der Kaiser jetzt natürlich im Besitz des Königreiches, des Herzogtums und Böhmen und natürlich der ganzen Grafschaften hier. Also der hat sich enorm mächtig gemacht. Finde ich auch ein bisschen cool. Ja, und dann Ungarn, Unterbosnien, Kroatien, das Übliche hier, ein bisschen Pontifikat. Ja, ne, aber jetzt genug der Einleitung dazu. Jetzt kommen wir nochmal kurz auf Marburg. Ich meine, ich bin immerhin schon achtbar. Nächste Prachtstufe wäre namhaft. Ist bald auch hoffentlich ein neues Vermächtnis. Drei Häuser, aber da leben ja nicht mehr viele. 13 lebende Mitglieder ist halt schon wenig. Jetzt ist aber tatsächlich die Zeit gekommen und irgendwie scheint er mir dazu nicht der Richtige zu sein, dass hier mal viele, viele männliche Kinder, also Jungs, kommen, die dann die Linie fortführen, da ich ja versuche, nicht matrilinear zu verheiraten, um das ein bisschen nachvollziehbar, realistischer zu halten. So, genug davon, oder? Gibt's noch irgendwas? Muss ich noch irgendwas angucken? Nochmal kurz auf den. Ich meine, da hat sich jetzt nicht viel verändert. Wir haben hier noch unseren Neffen, der allerdings nicht. Ist das ein Bastard? Oh ja, okay. Ah, oh, cool. Kann man den. Können wir den. Er ist ja schon legitimiert, ne? Er ist ja als Sohn anerkannt. Aber wir können ihn nicht ins Haus reinholen, in die Dynastie, ne? Schade, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man jetzt sagen könnte, nee, der ist ja eigentlich einer von uns, wenn ich den sozusagen legitimieren dürfte. Und dann wäre der jetzt hier plötzlich ein von Marburg. Finde ich cooler. Schade, dass das nicht geht. Wäre dann noch eine Option, falls wir gar keine Kinder bekommen. Hier eben, wie gesagt, das sind unsere Schwestern, die bekommen zwar zum, oder unsere Cousinen auch, bekommen Kinder, aber natürlich immer nur in andere Häuser hinein. Unsere Cousin, doch, hier haben wir noch die, genau, die Arnsberger Linie. Bin ja mal gespannt. Die entwickelt sich, die entwickelt sich. Genau, wir hatten, ja, ich muss mich selbst mal kurz umschauen. Wir hatten folgendes Problem. Wir haben jetzt gerade den Exkommunikationskrieg hier geführt. Ich erwarte, dass wir geliebt werden. Oder so. Bestimmt hat das richtig gut getan. Bin gerade ein bisschen verärgert. Der Engländer hat uns natürlich in den Krieg gerufen. Haus Wessex. Nein, oder hier Herzog Wessex möchte Kent. Und Unabhängigkeit. Ach, der nimmt mit, was geht. Also das ist zumindest mal sehr wirtschaftlich gedacht. Ich würde jetzt gerne die Truppen eigentlich auflösen, kurz regenerieren und dann den kompletten Truppenverband losschicken. Ich habe einen Anspruch auf Trier erhalten. Das finde ich gut. Das werden wir wahrscheinlich auch machen. Ach so, ja, die Fraktion. Die Fraktion. Die Fraktion, da war ja auch noch was. Bist du nicht mit uns verbündet? Nee, der ist jetzt mit uns verbündet. Grund? Der ist hier mit Hemma verheiratet. Das kriegen wir jetzt hier mit dem nicht hin. Wen überzeuge ich denn gerade? Was ist denn hier so der Deal? Schon der hier, aber in 12 Monaten erst. Und ich habe dem auch schon ein Geschenk gegeben, oder? Ja, schade. Können wir noch irgendwas machen? Das wird er jetzt nicht ein. Oh doch. Okay, weil ich schüchtern bin, kann ich meine Frau. Wer bist denn du? Eleonora. Nee, die kann das leider nicht übernehmen. Aber meine Schwester, du bist in Frankfurt. Würde das trotzdem, verliert Graf Balderich als Vormund, zieht an den Hof von mir? Was bist denn du für eine? Fränkisch? Kannst Kultur wechseln?
Findet er nicht so cool? Gibt das, macht, also geht das jetzt dann nur, ey, wir probieren es mal aus. Ich will wissen, ob er mich dann mehr mag oder nur eins. Wow. Oh, hier ist eine Frau verstorben. Soeben. Aber das hat jetzt nicht, ich glaube, ich hätte es selbst ausbilden müssen wahrscheinlich. Ne? Das haben wir jetzt ausprobiert, hat nicht funktioniert. Kann ich dir, wie alt bist du, 43? Kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Nee, schade. Ich würde. Kann ich dir irgendeine. Verlobt? Ehepartner, Ehepartner, Ehepartner. Ganz viele Geschwister. Ich habe doch noch eine Tante. Ah, nee, die ist auch verstorben, ne? Ja. Wie kriegen wir den jetzt? Weil der ist doch den. Nee, wir müssen es anders probieren. Vielleicht wäre es auch noch ganz gut. Guck mal, ich habe dich doch zum. Ja, die Grafschaft erhalten. Warum magst du mich denn jetzt trotzdem nicht? Ach so. Kann man noch Artefakte verschenken? Haben, ah, ja, aber das bringt nicht so viel, ne? Das ist nicht gar nicht mal so klug. Oh Gott, wir haben einen Haufen Kriegshämmer und Speere. Rittereffektivität. Kampfgeschick. Kampfgeschick plus 4. Hier habe ich natürlich nichts Neues, ne? Das ist. Ach so. Ah ja, Krone von Gut. Klar. Prestige, Meinung mächtiger Vasall, Vasallenschwelle. Was heißt das eigentlich? Vasallenschwelle. Wo steht denn das? Das würde hier wahrscheinlich irgendwo stehen, wenn ich zu viele Vasallen hätte. Ja, ich habe eine Domänenschwelle, aber ist ja was anderes. Ja, okay. Dann kann ich das nicht machen. Ja, dann einfach mal Geld. 100. 7. Ja, das reicht nicht. Ich glaube nicht, dass er sich davon beeindrucken lassen wird. Ja, aber wie kriege ich das? Heimische Angelegenheiten ist gemacht. Nee. Nee, da sehe ich ganz, ganz schwarz. Ich glaube, das wird jetzt. Ach, wird jetzt unangenehm. Befürchte ich. Da komme ich nicht rum. Was wir natürlich machen könnten, ist, weil wir gerade im Krieg sind. Wir nehmen schon mal die mit rein und ziehen mal bis nach Frankfurt. Ja, ich weiß jetzt ja nicht, wer hier gleich abtrünnig wird. Aber wir können mal kurz da gucken, was wir hier noch machen können. Wo habe ich ihn eigentlich hinbringen wollen? Habgierig sehe ich noch nicht. Architekt finde ich wie immer ganz gut. Oder Administrator, das ist eigentlich immer das Schönste. Oh ja, das ist gut. Oh, das ist gut. Das nehmen wir doch einfach mal mit. So, die 6000 hier. Noch kann ich sie mir leisten. Ich kann auch was ausprobieren. Ich kann noch. Hier sind noch ein paar Leute. Ich würde gerne. Ich bin schon an der Schwelle. Ich würde einfach gerne hier noch. Ich kann ja noch massiv erhöhen. Ich finde Bogenschützen ganz nice. Und leichte Reiterei ganz landen. Finde ich cool. Bauen wir einfach das mal auf. Der Fluch endet. Die Launen und Wendungen des Schicksals sind nicht immer zu meinen Gunsten. Gott weiß, ob ein Fluch auf mir lastete, seit ich Emanuel kennenlernte. Oh ja, der Rimbal, der Priester. Heute endet dieser Fluch jedoch, das Schicksal war mir hold und hat dieses widerwärtige Monstrum ins Grab geschickt mit 75. Ne, der hat echt noch lang durchgehalten, um mir das Leben schwer zu machen. Der Freund meines Vaters. Ja, hat mich nicht gemocht. Kein Tag zu früh. Er stirbt, ich verliere Anspannung dadurch. Ich habe einen neuen Bischof, der mich aber auch nicht mag. Das regeln wir jetzt aber mal, weil der wird jetzt. Das ist gar nicht ganz gut. Der Bischof kriegt von mir. Tatsächlich, ich kann nicht den Bär von Graf Stefan. Ach doch, den kennen wir, ist Graf Stefan. Ganz ehrlich, wer ist Graf Stefan? Wo kam dieser Speer eigentlich irgendwann mal in meinen Besitz? Hier, bitteschön, kriegst einen. Ah, da funktioniert. Das muss reichen. Sie sind jetzt schon bei jeder Zeit Ultimatum stellen, aber ich kann jetzt mehr Leute ausheben. Denn ich habe hier noch, oh, das war nicht so klug, ich habe hier jetzt ja noch die Truppen auch vom. Also die regeneriert sind und die von meinem Priester. So, hier also das. Nochmal zusammenfassen, bitte. Ja. Ja, die gefährliche Fraktion ist ein Problem. Ich würde nämlich schon gerne dem Engländer helfen. Das ist mir auch ein Anliegen. Wobei er kommt, glaube ich, ganz gut zurecht. Aber solange ich halt hier diese Fraktion habe und ich werde auf keinen Fall Lehnsautorität aufgeben, das können sie komplett vergessen. Aber die werden schon schwächer gerade. Sie werden schon schwächer.
Ich weiß auch nicht, ob die das überhaupt können, mir mir den Anspruch da anmelden, wenn ich gerade Truppen ausgehoben habe. Also im Sinne von, die haben halt einfach Schiss, weil die können sie nicht von mir abziehen. Was wir noch. Ach, guck mal hier, jetzt 8000 Truppen maximal möglich. Ah, die habe ich auch schon. Jetzt habe ich auch wirklich alle ausgehoben. Also, der Graf und die Fraktion ist nicht offiziell nicht mehr stark genug. Stimmt das? Jawohl, es ist auf jeden Fall jemand raus. Und wir versuchen jetzt gerade zu beeinflussen schon den. Okay, ja, das ist gut. Dann gehen wir einfach mal hier hin und gucken uns an, ob wir den Engländern helfen können. Nicht, dass die es brauchen. Ich glaube, ich werde auch wieder. Die Fraktion wird ja auch stärker, wenn ich jetzt Truppen verliere. Also, wenn ich jetzt in den Kampf gehe und natürlich ein paar tausend oder 100 Leute verliere, kann es natürlich passieren, dass die Fraktion wieder sich meldet. Aber damit muss ich leben. Oh, Graf Przybor wechselte von Polnisch zu Hessisch. Ja, wir haben es geschafft. Das ist nämlich der aus Nassau. Finde ich gut. Pernstein. Ja, jetzt hat sich das quasi so ein bisschen wieder eingerenkt. Finde ich gut. Eine Nase für Schnäppchen. Während ich einen kleinen Spaziergang mache, sticht das Geschrei eines Händlers in all dem hektischen Treiben hervor. Seid mir gegrüßt, Herr. Ich habe eine vorzügliche Auswahl an Waren, sofern ihr die nötigen Münzen habt. Der Stand des Händlers quillt wahrlich über von Tand und Krimskrams. Als geübter Käufer für edle Waren fallen mir ein paar echte Schmuckstücke in all dem Schnickschnack auf. Der Händler ist übrigens eine Händlerin. Radisnava. Ein bisschen. Sie ist hässlich. Sag mal, wie es ist. Sie ist hässlich. Ja. Was hast du denn so anzubieten? Ich versuche mein Glück oder die Details dieses Schmuckstück faszinieren mich. Das kann ich machen, weil ich einen guten Verwaltungswert habe. Und da gibt es auch ein bisschen bessere Werte. Das würde ich auch probieren, weil. Maßvoll, gefühllos, schüchtern. Ja, hier spricht im Prinzip eigentlich nur der Verwaltungswert dafür, dass ich es auch mache. 52% dafür, dass ich es schaffe und nur 50 Gold verlieren dafür Verwaltungslebenswandelerfahrung bekomme. Oder, naja, ich verliere halt 140. Ja, ich verliere 140. Aber ich habe trotzdem schlangenhafter Buddha erhalten. Was kann der so? Anspannungszuwachs minus 2. Da ich ja derzeit. Ablegen. Da ich ja derzeit keine Bildung mache, kann ich das ja mal raushauen. Wie sieht denn das hier aus? Wer kämpft denn gegen wen? Warum kämpfen wir? Wo kämpfen wir hin? Herzogtum Kent, Wessex. Oh, das ist aber richtig viel jetzt geworden. Wir würden gewinnen. Wir würden gewinnen, aber dann ist halt wieder das mit der Fraktion, ne? Ja, nee, machen wir trotzdem. Beweis für unsere Vasallen, nicht Vasallen, Bündnistreue. Und jetzt der Hesse wurde verwundet. Hoffentlich überlebt er. Aber das machen wir ganz geschmeidig. 7000 Truppen, Sieg 100%. Wie sieht denn das aus? Haben wir irgendwie ernsthaft was verloren? Nee, aber wie sieht es denn bei dir aus? Du bist einfach nur verwundet. Oh, einäugig. Mein Freund, ich hoffe, du wirst wieder gesund. Und ich habe meine Pflicht getan. Wir sind nämlich jetzt bei diesem notwendigen 100% Kriegsstand. Ja, da ist auch wieder die. Aber perfekt. So sei es. König John kerkert Herzog Richard ein. Apropos, das wollte ich noch gucken. Haben die noch. Ach, der ist immer noch im Krieg gegen. Wer bist denn du? Ach, der Kent und der Wessex. Ja, der wird ja dann gleich wahrscheinlich seinen Krieg aufhören. Genau. Wir hatten doch hier noch über. Ja, aber das müssen wir leider machen. Bündnis aushandeln. Weil das hatten wir auch noch. Diese Möglichkeit, hier ein Bündnis zu schließen. Jetzt haben wir auf jeden Fall genügend ausländische Mächte, die uns helfen würden, falls ein paar abtrünnige Grafen mal vorbeischneien. Und ich müsste jetzt eigentlich gerne was gegen die Anspannung tun, aber ich wüsste gar nicht was. Auf Pilgerreise ist nicht so gut, aber Jagd, vielleicht mal eine Jagd, sobald sie wieder möglich ist. König Sulwan hat in Obrawat einen Kriegerorden gegründet mit dem Johanniterorden. Ja, es gibt jetzt auch den Johanniterorden.
Sehr schön. Ich bin nicht vom Bischof gebilligt. Dann mir. Oh, 150. Wir machen das mal. Schwanger! Das Schicksal meint es gut mit mir, meine Gemahlin, Herzogin Eleonora, trägt mein Kind unter dem Herzen. Ich kann es kaum erwarten, das Kind in meinen Armen zu halten. Perfekt, das ist eine wunderbare Neuigkeit. Mit dieser wunderbaren Neuigkeit beende ich jetzt mal die Folge. Ich hoffe, es hat wie immer Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal dabei. Lasst ein Like, Kommi und Abo da. Bis dann. Tschüss.